Und ein herzlich willkommen zurück zu einer wow nagelneuen Folge und eine weitere Note direkt zum Start. Note des großen Reichtums. Geld ist nicht alles, aber es ist schön, die Resultate der Arbeit zu sehen. Mein Name ist Chrissy und wir starten weiter mit Harvest Moon Magic Melody. Wir haben die 100.000 geknackt. Genau das ist eigentlich das, was ich abgewartet habe. Auch von Rat von meiner Schwester, dass ich das machen sollte, bevor ich das nächstgrößere Haus kaufe. Nun haben wir das erledigt. Wir haben die Note ergattert. Morgen ist übrigens wieder Sonnenschein. Du kommst mit. Wir haben auf 60 Stunden erhöht. Ich höre dich. Maulwurf. Du kannst mir nicht abhauen. Ich glaube, jetzt fehlt jetzt nur noch ein einziger. Fjodor sehe ich jetzt nicht auf dem Radar auf den ersten Blick. Bestimmt später. Joe, ich warne dich. Vielleicht soll... Oh nee. Eins ist nicht gegossen worden. Oder eins ist nicht gewachsen worden. Oh, jetzt ist aber alles gegossen. Direkt bei Energie tanken. Ich weiß, die bringen nicht relativ viel. Gut, wie viel Holz haben wir denn hinter den Hütten? 87. Ihr könnt euch denken, was ich vorhab. Nur leider haben die heute geschlossen. Dienstag. Es ist Dienstag. Tatsache, es ist Dienstag. Oh, das sieht heute gut aus. Diesmal ist nur ein Ei übrig geblieben. Du musst doch einfach nur das Futter nehmen, was für dich schon bereit liegt. Mann, Tim.
Also manchmal weiß ich auch nicht, was ich mit den anstellen soll, mit den Gackerhühnern. Tag, 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 Tag. Ihr bleibt heute noch mal alle drin. Weil dadurch habe ich automatisch mehr Zeit. Besonders, ich kann mich um das Mähen konzentrieren. Allen noch schön eine entspannende Massage geben. Deutsche Sprache, schwere Sprache heute wieder mal. Aber es ist schon spät, deswegen sei es mir zumindest zu verzeihen. Das alles, damit ihr jeden Tag Videos bekommt. Sieht heute außerdem mal nach einem guten Ertrag aus. Ich soll es nicht so laut sagen. Ja, doch. Wir müssen ja eigentlich nicht mehr auf Geldmaximierung gehen, weil das, was ich ja erreichen wollte, habe ich ja schon. Das war wirklich nur für die eine Note. Und wir können auch das Geld jetzt auch ausgeben. Im großen Stil. Aber erstmal will ich hier noch mehr Gras mähen, um Geld zu sparen. Ja, es klingt orthodox oder komisch oder sonst wie. Ist aber so. So. Ich denke mal, wir haben gut durchgeschnitzelt. Können wir mal kurz hier vorbeischauen? Und ja, ich weiß. Man sollte mit dem Pferd reiten. Tag, Schert, das Übliche bitte. Dankeschön. Tag. Ich arbeite doch so viel schon.
Bitteschön. Das ist der Ertrag von heute. Ja. Ist schon sehr müde. Ja, tschüss. Wie sieht's eigentlich mit ihr aus mittlerweile? Vier Herzen. Immerhin etwas. Stimmt, wir müssen noch Theodor finden. Gib mir noch mal was Witziges. Dankeschön. Na, da unten ist Theodor. Theodor. Würde mal sagen, take this. Klatsch. Und er freut sich immer noch. Hallo Spatz. Hammer lässt grüßen. Stein ist weg. Und hier haben wir noch einiges, was wir... Wir haben die Axt nicht mitgenommen. Okay. Wir müssen sowieso zurück zum Haus. Deswegen ist es sowieso egal. Weil sowieso, 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 sowieso ist. Wir gegossen haben, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ich mache jetzt leckeres Omelett. Und zwar ein. Ich habe keine Milch mehr. Und auch keine im Kühlschrank mehr. Okay. Damit ist ein hart gekochtes Ei. Warte, dann kann ich eigentlich auch den Käse verkaufen, weil das ist guter Käse. Guter Käse. Kommt sauber mal mit. Kannst mal für mich Trüffel suchen. Während ich Holz hacke. Die ganzen Bäume müssen nämlich noch weg.
So. Ernsthaft? Nur so wenig? Egal. Schwein ist schon wieder zu voll. Einmal Energie tanken, bitte. Dankeschön. Autsch. Tun hier erstmal holzfällerisch alles absenzen. Wer braucht schon Tannen? Super. Bist auch einfach zu voll für heute. Weißt du was? Gib mir mal was anderes. Gib mal eine Traubensoda. Nee. Grassaft? Wie schmeckt denn Grassaft? Okay, das erklärt einiges. Es schmeckt wie Medizin. Igitt. Ist was? Da ist nix. Da ist auch nichts. Gut, du hast keinen Bock mehr. Du kommst ja sowieso durch die Katzenklappe bzw. Hundeklappe, Schweineklappe nach Hause. Gut. Von morgen schon wieder vorbereiten. Ich glaube, die können wir zu Hause lassen. Das gleiche gilt auch für die Hacke morgen. Nur die Sense nicht. Die ist sogar fast auf Gold. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Nächste Folge tun wir endlich mal das Haus ausbauen lassen. Das habe ich schon wieder vergessen. Sage Ciao mit Requestle P. Und gute Nacht.